Hallo meine lieben Krebse und Krebsaszendenten, ich begrüße euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir oder beziehungsweise ich möchte mal gucken, was bei euch im September angesprochen werden soll, und dass wir da näher drauf eingehen. Und ein paar Karten habe ich jetzt auch schon vorgezogen. Den Rest machen wir jetzt hiermit nachher dann auch gleich zusammen. Ich mache da auch eine spezielle Legung. Diesmal. Und da lasst euch noch überraschen. Von den Engeln ziehe ich euch nachher auch gleich noch eine Karte. Alle neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, abonniert den Kanal. Er wächst und wächst stetig weiter. Ansonsten begrüße ich euch natürlich herzlich in unseren Reihen hier, sagen wir das mal so. Ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht mal lange drum rum. Denkt bitte daran, dass es eine allgemeine Legung ist. Kann und wird natürlich nicht unbedingt für jeden zutreffen, aber ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten, so dass sich vielleicht eventuell auch jeder von euch da ein bisschen was rausziehen kann. Wir starten jetzt mal, das mache ich jetzt nachher gleich. Erstmal gucken wir, was rausgefallen ist. Wir haben einmal den Fluss vom schamanischen Seelenorakel. Dann haben wir vom schamanischen Traumaratel des Beschaffenheit des Geländes. Interessant. Dann haben wir vom Weisheitskarten der Seele ist die Stärke gefallen. Und das ist ja noch das relativ neue Set, was ich habe, das Orakel der sieben Energien. Da sind zwei gefallen. Da haben wir einmal Hüllenlos und wir haben einmal eine große Sinfonie. Und vom Cloudburst-Orakel ist gefallen Gipfelstürmer. Für dich gibt es jetzt nur noch einen Weg und dieser führt nach oben. Das ist doch schon mal sehr schön, oder? Gucken wir mal. Befassen wir uns mal mit den Karten allgemein. Der Fluss hat was mit Wasser zu tun. Es fließt etwas, beziehungsweise hier geht es auch darum, Bewegung in deine Absichten zu bringen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, vor allen Dingen hier nicht einzugreifen, sich dem Fluss hinzugeben, das Universum auf Deutsch gesagt einfach mal machen lassen. Beschaffenheit des Geländes, ja, das, was man jetzt tut, sag ich mal, sich genau anzuschauen, also einen Blick auch hinter die Kulissen zu werfen, sich Rat einholen, Chancen und Risiken versuchen einzuschätzen, auf der anderen Seite aber auch die Herausforderung annehmen zu können, das entscheidet ihr natürlich, je nachdem, was sich da zeigt für euch, ne? Ich weiß ja nicht genau, was ihr vorhabt, aber irgendetwas plant ihr hier oder irgendetwas läuft auch schon. Dann haben wir hier ja von den Weisheitskarten der Seele, die Stärke ist da gefallen, die Stärke in euch selber, die Stärke etwas durchzuziehen, sag ich jetzt mal so, oder woher stammt deine wahre Stärke? Sicherlich nicht nur von dir selbst, sag ich mal, sondern eben auch von dem festen Vertrauen ins Universum, in dem, was da oben eben noch ist. Du verfügst jetzt über eine Kraft im September, mit der du auch große Aufgaben meistern kannst. Deswegen auch hier sich dieses, also auf der einen Seite, ja, die Kraft hast du, auf der anderen Seite sich die Sache genau anzugucken, aber auf der anderen Seite auch es fließen zu lassen. Und die Stärke hier, die Karte sagt dir eben auch, dass ja deine Lebensanschauung jetzt auf die Probe gestellt ist, wird, um auch noch weiter zu reifen, sich weiter zu entwickeln und dass eben auch deine Beziehungen dabei sind, sich zu vertiefen, vielleicht in deinen Beziehungen sich Veränderungen eintreten, dass man, wie gesagt, es fließen lässt, dass man nicht immer so beharrt auf seine Geschichte, sondern
wie soll man das sagen? Dass dein Potenzial, dich an bestimmte Dinge zu binden, und dass du jetzt eben auch in der Lage bist, kreative Energien hier mit reinzubringen, diese zu geben, sag ich mal, aber auf der anderen Seite sie eben auch, ja, zu nutzen entsprechend, ne? Diese Kraft, die Stärke, die Erfahrung, die du eben auch schon während deines Lebens jetzt gesammelt hast, das mit einzubringen, sie auch einzusetzen. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier ja noch von den Energien, sag ich mal, die einmal haben wir ja hier noch das Hüllenlos. Ne? Das hört sich ja erstmal an. Also das ist eine sehr schöne Karte. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wie sie hier, das ist ja eine Frau, die hier dargestellt wird, mit diesen nach oben hin. Ich glaube, dass hier etwas fallen gelassen werden soll. Hier geht es darum, um Intimität, um Vertrauen in andere zu setzen, Schutzpanzer und starre Fronten aufzulösen zugunsten der Verbundenheit mit den anderen, die Bereitschaft, sich auch eben verwundbar mal zu machen, nicht immer so zu tun, als wenn alles hier Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Ja, wie gesagt, sich verwundbar machen, eventuell auch mal, das heißt, euer Krebspanzer mal fallen lassen, den man sich eventuell für bestimmte Sachen einfach mal aufgebaut hat. Es geht jetzt im Grunde genommen darum, euch auf das Wagnis einzulassen und dich mit anderen Menschen entweder wieder zu verbinden, auf jeden Fall zu verbinden und ja, Revue passieren zu lassen, sag ich mal, was, also Beschaffenheit des Geländes, geht einfach auch darum, sich einfach mal wieder umzuschauen, wo stehe ich, wo will ich noch hin, was kann ich hinter mir lassen, eine Erkenntnis gewinnen, drücken wir es mal so aus, aber es fließen zu lassen, also nicht jetzt einzugreifen da drinnen, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Die große Sinfonie, die wir jetzt hier noch haben. Da geht es darum, dass Vorurteile beseitigt werden sollen, beziehungsweise diese zu sehen. Ja, und vor allen Dingen auch, wie alles miteinander zusammenhängt und darum zu wissen, dass alles, was wir tun oder was ihr tut, Konsequenzen hat, so oder so. Einheitsbewusstsein und das Ende des Getrenntseins. Dazu ist es manchmal auch nötig, dass ihr auch auf jemanden zugeht. Vielleicht ist das aber auch euer Bestreben momentan, hier so ein bisschen Selbsterkenntnis zu üben, wo man vielleicht auch manchmal nicht richtig reagiert hat, wo ihr vielleicht selber auch etwas bereinigen wollt. Vielleicht wissen einige noch nicht so ganz, sag ich mal, wie sie es machen sollen. Aber ihr sollt euch einfach mal darauf einlassen und Näheres, wie gesagt, es geht ja voran. Das haben wir ja hier auch bestätigt bekommen von den Cloudburst-Orakel. Es gibt jetzt nur noch einen Weg, nicht mehr zurückschauen, Revue passieren lassen, ja, aber nicht mehr zurückschauen, sondern vorwärts gehen. Was kann ich jetzt noch ändern? Wozu bin ich in der Lage? Was möchte ich auch gerne? Sich die Geschichten auch von den Ahnen hat er auch immer etwas mit Vergangenheit, das, was man selber vielleicht mitbekommen hat, sich da einfach auch mal Gedanken drüber zu machen. Wir schauen gleich nochmal bei der anderen Legung. Ich gucke jetzt nochmal, was die Engel uns vielleicht noch mitzuteilen haben. Wenn sie lernen zu lieben, zu leben und zu lieben, werden sie wachsen und aufblühen. Darum geht es hier.
das eigene Herz auch mal wieder mit einbringen, ne? Ihr Schutzengel schätzt und liebt sie um ihrer selbst willen. Seien sie großartig. Also die Unterstützung ist da. Ihr müsst es jetzt selber nur noch wollen. Und dann werdet ihr auch definitiv eine Veränderung spüren und auch herbeiführen. Es hat aber manchmal auch sehr viel mit einem selber zu tun, ne? Mit der Einstellung, die man hat, mit wie man auf andere Menschen vielleicht auch zugegangen ist oder auch nicht. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich lege das jetzt mal, sag ich mal, ich gucke mal so ein bisschen in eure Zukunft, beziehungsweise welches Thema jetzt hier speziell angesprochen wird. Es kann auch sein, dass ihr jetzt sagt, ich habe ein ganz bestimmtes Thema, dazu möchte ich eine antworten. Das könnt, dann könnt ihr das jetzt hier gleich mit anwenden. Das heißt, ich ziehe jetzt 5 Karten. Das 6., die Zeitaussage, die eigentlich mit dazuhört, dazu nehme ich nachher speziell meine Zeitkarten. Falls es nötig ist, drücken wir es mal so aus. Und hier geht es praktisch darum, einmal um welches Thema allgemein geht es überhaupt, beziehungsweise es kommt darauf an, was ihr für eine Frage habt. Auch wenn ich das jetzt vorher schon lege, könnt ihr das trotzdem mit einbringen. Und das wird dann vielleicht eure Frage auch beantworten. Wenn ihr kein bestimmtes Thema habt, dann schaut einfach, was fällt, worum es hier geht, was hier angesprochen werden soll. Es geht hier auch darum, was ihr aus der Vergangenheit da schon mitbringt. Vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Was kommt noch hinzu? Was muss beachtet werden? Dann der Ratschlag vom Universum. Und dann, wenn ihr praktisch den Weg so weitergeht, das Ergebnis, ne? Was ihr nachher daraus macht, das bleibt natürlich immer euch überlassen. Ich lege jetzt erstmal die Positionen aus. Ich konzentriere mich jetzt mal eben gerade. Die hatte sich schon umgedreht. Hier ist natürlich auch noch eine. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter nach oben, ihr Süßen, damit ihr das hier auch sehen könnt. So, jetzt hole ich noch mal eine kleinen zusätzlichen Botschaften dazu. So, für die Krebse bitte Zusatzbotschaften für diese Legung hier. Für das Thema. Dann gehen wir kommt aus der Vergangenheit mit dazu. Ja, das waren ein bisschen zu viele hier. So, da haben wir das. Dann, was kommt so noch mit dazu? Genau. Zum Ratschlag brauche ich noch eine Karte vom Universum als Zusatzbotschaft. Schon Ratschlag. Da ist sie schon rausgeschwupselt. Ich lasse sie jetzt mal umgedreht. Die ist umgedreht rausgefallen. Also lasse ich sie auch so. Und zu dem Ergebnis bitte auch noch. Ja. Dann gucken wir mal, meine Lieben. Thema, beziehungsweise ne, die Frage, die ihr habt. Da ist einmal die Schlange gefallen und die Prinzessin. Also, hier geht es darum, Altes loszulassen. Wenn das eurer Frage hilft, die Vergangenheit loszulassen, auch wenn das in der Vergangenheit Schwierigkeiten waren oder giftige Gedanken, Neid, alles was damit zu tun hat, was man ja selber auch manchmal empfindet, ne, da kann sich ja keiner von freisprechen.
das fließen zu lassen, hier nicht einzugreifen oder zu manipulieren. Es kann hier aber auch darum gehen, sag ich mal, sich neu zu entfalten, die alte Haut abzustreifen. Hier kann es auch um die Ex-Frau, Ex, also Schwiegertochter, alles Mögliche gehen, weil wir haben ja hier auch noch die Prinzessin, und das ist normalerweise das Kind, das eigene Kind. Es kann auch sein, dass es um euer eigenes Kind geht, vielleicht diese schlechten Gedanken, die ihr habt. Ich weiß nicht, was da gewesen ist, bezieht das auf euch. Es muss jetzt nicht unbedingt was Negatives sein. Es kann auch davon sein, sich vielleicht abzunabeln, auch wenn man eine andere Ansicht hat, auch die Ansichten eventuell der Tochter, sag ich mal, anzunehmen. Es kann hier auch darum gehen, dass hier einfach etwas Neues entsteht, weil Kinder, Babys, alles, was damit zu tun hat, Kind allgemein, das innere Kind. Es kann hier auch darum gehen, dass ihr einfach was Neues anfangen wollt, dass ihr etwas Neues kreieren wollt. Auch das ist möglich. Ich versuche ja so alle Aspekte, sag ich mal, mit reinfließen zu lassen. Vielleicht habt ihr momentan auch mit irgendetwas Schwierigkeiten. Das kann natürlich auch sein. Irgendetwas gestaltet sich kompliziert, drücken wir es mal so aus. Man tritt so auf der Stelle, es bewegt sich nichts. Wie gesagt, dann kommt ein bisschen Neid oder irgendwas vielleicht noch mit rein. Ich benutze jetzt mal so Schlagworte. Das kann sich in den unterschiedlichsten Formen zeigen. Oder es geht einfach um die Ex oder wo vielleicht ein Kind mit im Spiel ist, kann auch sein. Man ist vorsichtig. Deswegen auch sich hier, sag ich mal, das Gelände vorher angucken, wo man sich bewegt. Aber also was ich euch sagen kann, dass ihr momentan nicht eingreifen sollt. Ihr sollt den Dingen ihren Lauf lassen. Deswegen auch dieser Fluss. Das ist wichtig. Ihr könnt euch Gedanken noch dazu machen. Ihr könnt Pläne machen. Alles, darum geht es nicht. Aber hier geht es einfach darum, sich über bestimmte Sachen bewusst zu werden. Wir gucken jetzt mal, was kommt denn aus der Vergangenheit mit dazu. Da haben wir den Schutz von oben, die geistige Welt, das Vertrauen. Vielleicht habt ihr für ein bestimmtes Problem auch die Lösung gefunden, wollt jetzt die alte Haut abstreifen und etwas Neues anfangen. Sieht hier aus. Vielleicht habt ihr auch Gespräche gesucht. Das ist von oben auch so geführt. Dieses Gefühl hattet ihr auch, dass ihr geführt worden seid. Und jetzt geht es einfach darum, ja, das giftige, toxische, sag ich mal, loszulassen und hier etwas Neues anzufangen. Wäre jetzt die plausibelste Erklärung für mich. Wir gucken jetzt nochmal, was zu beachten ist, beziehungsweise was wichtig ist. Es geht hier um das Zuhause, um das Privatleben, um die Intimität. Es kann auch sein, dass man sich vielleicht Mauern aufgebaut hatte, kann auch sein. Aber hier geht es um Zuhause, um Sicherheiten, um Stabilität. Und wir haben hier die Mauer, Blockaden, Einschränkungen, die ihr euch eventuell selber auferlegt hattet, warum auch immer sie euch auferlegt worden ist, wenn es hier um eine toxische Geschichte ging, was ihr aber vielleicht noch nicht ganz abgearbeitet habt aus der Vergangenheit. Auch wenn ihr immer das Gefühl hattet, dass ihr beschützt seid. Also ihr stand hier, ihr habt auch gebeten darum, dass man euch hilft. Kann auch gut sein, weil das ist eine sehr, sehr hohe Schutzkarte hier. Ihr habt euch da, wie gesagt, führen lassen. Ihr habt auch an etwas festgehalten, etwas beschützt. Und wir haben hier diese Lösung, bringt ihr. Oder die Lösung, sagen wir das auch mal so. Die Lösung hierfür bringt ihr aus der Vergangenheit mit. So präsentiert sich das für mich, ne? Also, wie gesagt, es sind hier verschiedene Szenarien möglich. Was zu beachten ist, dass diese Mauer, die Hindernisse, die jetzt noch da sind, dafür ist es wichtig, sich die Beschaffenheit des Geländes um euch herum anzuschauen. Es geht hier um Stabilität, es geht hier um euer Zuhause, wo ihr euch sicher fühlt. Egal, wo das ist,
diese Stabilität eventuell auch wieder herzustellen. Es ist aber jetzt nicht so, dass ihr nichts davon wisst, sondern ihr seid da schon voll bei. Ihr bringt ja ganz bestimmte Sachen hier aus der Vergangenheit schon mit. Wenn hier eine bestimmte Frage besteht, kann ich euch sagen, schaut in euer Privatleben, sind da noch Hindernisse, Blockaden, die noch nicht beseitigt worden sind? Dann ist das eine Sache, wo ihr noch mit drauf achten sollt. Dann gucken wir jetzt mal zum Ratschlag. Ja, hier, dass hier Heilung passieren darf. Wir haben hier die Tränen, die Traurigkeit, die Belastung, Kummer, irgendetwas. Aber auf der anderen Seite haben wir hier auch den Bauch, sag ich mal. Ich glaube, dass ihr euch das hinter euch lassen sollt. Dass ihr Pläne machen sollt. Etwas in sich tragen, was nach draußen soll, auch wenn ihr da ein paar Tränen vergießen solltet. Also ich glaube, vielleicht auch mal ehrlich zu sich selber zu sein, auch wenn da Traurigkeit ist. Also ich will hier keinem zu nahe treten, um Gottes Willen. Es geht um diesen Prozess, ne? Hier, die Höhlen mal auch vor sich selber fallen zu lassen, da nochmal genau hinzuschauen. Ich glaube, das ist hier auch die Botschaft. Die Stärke habt ihr. Und es ist auch unwahrscheinlich befreiend, wenn man einfach mal sagt, ich lasse das jetzt einfach mal gehen, ich nehme es an, ich bin so, wie ich bin, das und das habe ich getan, auch eventuell, wenn es nicht richtig war, wenn ich da manchmal wirklich an Sachen festgehalten habe, sage ich mal, die ich hätte lieber laufen lassen sollen, aber manchmal kann man auch aus seiner eigenen Haut nicht heraus, ich weiß das auch, ich bin Aszendentkrebs, deswegen, ich weiß, wovon hier die Rede ist, kann es mir vorstellen, und das, was in einem innerlich manchmal vorgeht, und ich glaube, darum geht es hier auch. Und hier bedarf es jetzt einfach, es fließen zu lassen, sich aber auch mal selber dazu zu bekennen, hier genau hinzuschauen, was ist da, was habe ich bis jetzt erreicht in meinem Leben, die. Es geht hier nicht darum, dass ihr schwach seid oder so. Ganz im Gegenteil, die Stärke habt ihr. Hier vielleicht auch endlich mal etwas hinter euch zu lassen, die Hüllen fallen zu lassen, ehrlich zu euch selber zu sein. Gerade vielleicht auch eventuell zu den Menschen, die einem sehr am Herzen liegen, Familie etc., vielleicht eben auch die eigene Tochter. Oder eben, es bedeutet hier, dass hier etwas Neues anfängt oder mal wieder ein bisschen das innere Kind rauszulassen und da nicht, weil sie guckt jetzt, guck mal, die Schlange guckt jetzt hier hin, das kann die, ja, hier mit giftige Gedanken, Eifersucht, neidisch, auch wenn man es manchmal nicht zugeben kann, aber da ist keiner, spricht sich keiner von frei, aber die Lösung dafür, ne, die bringt ihr hier aus der Vergangenheit schon mit. Da sollt ihr werdet da jetzt hingeführt, drücken wir es mal hier. Also hier geht es rein wirklich nur um euch. Wie sieht es denn hier vom Ergebnis aus? Gucken wir mal. Guck mal, da seid ihr ja auch selber. Ob nun Männlein oder Weiblein, das ist jetzt hier geschlechterunabhängig. Ja, hier geht es darum, dass hier das Ergebnis, die Nachricht erhalten werdet. Ihr werdet erhört. Der Brief ist eigentlich für mich nichts Negatives oder so. Klar, manchmal steht er dafür, dass man vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Aber auf der anderen Seite werden hier wieder Kontakte geknüpft, die vorher vielleicht abgeschnitten waren. Und hier geht es wirklich, oder den Kontakt vielleicht zu euch selber auch wieder herzustellen und zu sagen, ja, es gibt da etwas, was ich bereinigen muss. Ich wusste bis jetzt nicht, wie. Aber wie gesagt, diese Lösung bringt ihr aus der Vergangenheit mit. Einfach vielleicht mal mit Mut und Vertrauen. Hier auch zu euch selber vielleicht auch, ne? Einfach. Ich kann jetzt noch mal gucken, wie lange das dauert. Aber das ist eine Sache, die ihr jetzt in diesem Monat, im September, ist ja auch der Monat der, ja, wie soll man sagen, der Ernte, ne? Was habe ich geerntet? Was habe ich gesät? Was habe ich dafür geerntet? Ne?
Und deswegen hier diese ganze Geschichte, hier muss noch etwas mal Revue passiert werden. Hier soll sich noch mal etwas genau angeschaut werden. Ob ihr das natürlich nachher macht, liegt natürlich bei euch selber. Ich versuche euch nur so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Ich brauche hier bitte noch mal jetzt eine Zeitangabe. Wir haben hier, werde kreativ, setze ein Zeichen. Die 3. Wir haben hier den Wochentag Dienstag. Hat was zu bedeuten. Ist keine direkte Zeitaussage jetzt, aber ich würde mal sagen, 3 Tage, 3 Wochen. Also jetzt definitiv. Vielleicht hat der Dienstag auch eine... Dienstag sollst du vielleicht kreativ werden. Ja, ein Zeichen setzen, etwas ändern in dir selber. Für all diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen Probleme mit irgendetwas wirklich haben, je nachdem, um welches Thema vielleicht hast, ich weiß ja nicht, was du jetzt mit reingebracht hast, aber das ist das, was die Karten hier sagen. Es geht sehr tief, es geht ins Seelenleben rein, mal die Hüllen fallen zu lassen, hier die Tränen und die Traurigkeit vielleicht auch wirklich mal anzuschauen, warum bin ich eigentlich so traurig, warum habe ich Kummer, Sorgen. Woher kam diese Krise? Ne? Also all solche... Hier geht es aber wirklich darum, wieder Pläne auch zu machen, da rauszukommen aus dieser Tränen und aus dieser Traurigkeit. Und das schafft man natürlich nur damit, wenn man genau auf die Sache raufschaut. Worum geht es hier eigentlich? Was macht mir hier eigentlich so zu schaffen? Ne? Sehr tiefgründig, meine lieben Krebse. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen auf den Weg helfen. Wünsche euch dabei natürlich, was heißt wünschen? Ich bin bei euch. Wenn ihr da nochmal spezielle Fragen habt, oder dann, wie gesagt, ihr könnt euch jederzeit an mich wenden. Ihr könnt bei mir auch Legungen buchen. Ich kann dann da nochmal genauer reinschauen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich trotzdem einen fantastischen September. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, meine Lieben. Ciao.